Kiaris und Rafim, was mögt ihr tun? Und Carino, habt ihr noch irgendwas vor in diesem Ding hier? Nein, nicht wirklich, aber ernsthaft. Ich habe doch nach der Schlacht gesagt, wir sollen den ganzen Scheiß lieber evakuieren, aber nein, niemand hört auf mich. Ja, das ist eine Mittelreihe. Die hören nie auf gute Ideen. Deswegen ist dieses ganze Reich hier auch ein einziges Shitfest. Alles voll. Das kann ich nicht wirklich abstreiten, aber hey, dafür sind wir doch da, um den ganzen Kack wieder zu richten, nicht wahr? Ist auch wieder richtig, ist auch wieder richtig. Vielleicht sollten wir rumgehen und nochmal Leute mit einer Predigt beglücken. Sie hat mir sehr gut gefallen. Ich bin mir sicher, da können wir noch ein paar... So gerne ich Predigt noch mag, sie in einem Preios-Tempel zu tun und eher Preios-Bohren anzubeten, ist immer wieder ein wenig seltsam. Das ist natürlich richtig, aber ich finde, ihr habt den Raya-Glauben in den Preios-Tempel gebracht. Das war wunderschön. Dankeschön, das war mein Ziel und irgendwie vermisse ich Zaugan ja doch. Ehrlich gesagt vermisse ich alles, was nicht hier ist. Das würde mir schon reichen. Ich bin da gar nicht. Der Dschungel ist diese Jahreszeit auch scheiße, aber nicht ganz so scheiße. Ich kann immer noch nicht wirklich glauben, dass Abel mir wirklich in die schwarze Nadel zurückkehren will, nachdem was sie alles erzählt haben über die komische Stadt, in der sie waren. Hallo! Söldner kommt ziemlich betrunken auf euch zu und deutet mit seinem schmierigen Finger so ein bisschen auf Rafim. Zum Korgo weiter? Nee. Akolut, und wer bist du? Aber ich bin Talion. Sag mal, warst du schon mal drüben? Wo drüben? Über die Gerna drüber. Seit wann ist die Frage? Weiß ich nicht, seit der Schlacht? Nee. Nee. Ich hab von Freunden von mir. Salia, die hat gesagt, sie war schon mal drüben und die ist auch ein Akolutin. Den Finger abgeschnitten und so, deswegen komme ich gerade drauf. Muss mal darauf achten, wenn du drüben bist, dann deine Hand brennt. Die mit dem Finger. Ob meine Hand brennt? Ja. Ihr wollt mir jetzt aber nicht von diesem Blutkerben-Ding erzählen, da gehen wir eh vorbei. Weiß ich nicht. Salia sagte, dass sie... Als sie drüben war, kam da so eine Tätowierung auf ihrer Hand. Neunzackiger Stern. Hab ich davon schon mal gehört. Also, dass durch Tätowierungen entstehen? Überhaupt? Irgend auf Götter und Kulte. Nun, ich hab Tätowierungen, göttliche, aber... Mein Chef, jetzt ja. Cool. Ja. 3 Punkte, ich bin blöd wie so ein Fels. Fällt dir zumindest nichts zu ein, nee. Hab ich noch nichts von gehört, Karinor. Habt ihr davon schon mal gehört? Hab ich? Nee, das ist ein neues Phänomen. Nein, also, ja, es gibt göttliche Tätowierungen hier. Schaut selbst, ich hab selber welche, aber von solchen Sternen habe ich noch nichts gehört. Sag, wo ist denn diese. Chorgeweihte, von der er spricht. Ist sie hier irgendwo? Keine Geweihte, eine Akolutin. Zalia, nee, die ist nicht hier, die ist drüben. Die hat sich irgendeinem Söldnerführer angeschlossen, der so ein ganz Verrückter. Ich habe gehört, der jagt Paktierer drüben und reitet die nieder und so. Da wollte sie sich ihm anschließen. Das ist immer eine gute Tat, also da gibt's nichts Falsches. Finde ich auch vernünftig. Hat nur noch einen Arm und ein Auge. Passiert, ne? Hat er immer noch einen Arm und ein Auge, mit dem er platt machen kann. Richtig. Ja, aber... also, bei dem Geweihten soll das wohl sein, dass das der falsche Arm ist. Und dann ist da keine Tätowierung auf ihm drauf. Oh, seltsam. Also nur an der linken Hand, da wo man sich den Finger abgeschnitten hat. Das ist ein Zeichen von Chor. Ja, ich halt mal da noch Ausschau. Auf jeden Fall vielen Dank. Vielleicht finden wir ja so jemanden. Deine Hand brennt. Ah, ich wollte nur fragen, weil trinkt ihr noch was mit uns? Na klar. Was habt ihr denn da? Habt ihr was Alanfanisches da? Was Alanfanisches? Nee. Ja. Wir haben Drachenbock. Was ist der da. Beste Stoff, den ihr habt? Drachenbock und Starksaft. Starksaft? Das hört sich gut an.
Und ein Löwentraler war auch noch hier, aber der ist selbst gemacht. Würde ich nicht trinken. Ich glaube, da wirst du blind von. Ja, das Zeug kenne ich. Das ist, den nennt Mondschein. Mondschein? Ja. Also ich trinke meist ja nur das schwarze Zeug. Das soll mit Kohle versetzt sein, habe ich gehört. Ich weiß nicht warum, aber das, da habe ich nicht immer so einen Kopf von. Ihr seid doch mit der Priorin gekommen, oder? Ja, ja. Will die uns festnehmen? Nein, nein, nein. Kommt drauf an, bist du ein Partierer? Nee, ich glaube nicht. Dann hab ich auch nichts zu befürchten. Also, er hat gesagt, er glaubt nicht, Karenor. Und ihr seid euch da nicht so sicher? Wir sind hier in Burg Auralee. Wenn hier ein paar Tiere reinkommen, dann werden sie sicherlich in Flammen aufgehen, oder nicht? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Kann schon sein, dass meine Seele nicht mehr so rein ist. Der Hauptmann sagt das zumindest immer. Hier versuchen wir was. Ich berühre ihn einfach mal mit meinem Reihe-Amulett. Brennt er? Nein, er fängt nicht an zu brennen. Alles in Ordnung. Ich sehe enttäuscht aus. Danke. Ja, der Hauptmann verflucht uns die ganze Zeit und zahlt uns halt, dass wir hier sind. Und das ist halt ganz angenehm, weil hier sind wir auch dann vor Geistern sicher. Aber er sagt ja trotzdem, dass wir verflucht sind. Warum sollt ihr denn verflucht sein? Unsinn, Top, das darfst du nicht weiter sagen. Wenn das der Priot oder die Priotin hört, dann bringt die uns um oder so. Aber vorher schneiden wir ihren Kopf ab. Also, nun, aber jetzt Freund, seid ihr hier, oder nicht? Nur damit wir das kurz besprechen. Alle, die mit mir kommen, gehen mit mir. Wenn einer von euch Arschlöchern meint, der könnte da irgendwem den Kopf abschneiden, dreht ihr euch allen den Hals durch. Das war's eigentlich. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Karino, ich werde diplomatischer, oder? Ja, durchaus. Na, mein Freund, ich werde diplomatischer. Eigentlich ganz einfach. Ihr seid jetzt hier und jetzt das Richtige. Und ich glaube, das ist, was zählt. Das ist nett von euch, danke. Es ist niemals zu spät, es wieder umzudrehen und wir waren auch bei der Schlacht. Ich kann verstehen, warum ihr weggelaufen seid. Seid ihr auch geflohen? Nein. Nee. Nun, ja, aber... Fast gestorben und dann war die Schlacht vorbei. Was wart ihr denn? Wart ihr denn Infanterie? Ja, Kavalleristen, so sieht ja nicht aus. Nee, wir waren Infanterie. Oh. Wir sind wie neben mir ist ein Preiosgeweihte gestorben und dann danach der Rondrianer. Und dann habe ich gesagt, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Ja, das war eine Scheißschlacht. Vor allem als dann der Rondrianer dann nach mir gegriffen hat, da habe ich dann gedacht, nee, also wenn jetzt die auch noch untot werden, dann das tue ich mir nicht an. Ja gut, das bleibt jetzt bei den Untoten nicht aus, ne? Das werden ja immer mehr. Ja, so könnt ihr euch noch mit ihnen unterhalten. Einiges an Söldnergetratsch. Wir können natürlich dann noch von deren Schnäpsen und Bier probieren, was sie noch mit haben. Keine besonders hohe Qualität, aber das bleibt natürlich nicht aus. Und dann nach einiger Zeit schlafend gehen, sodass wir dann den 28. Prio schreiben. Abelmir hat nur noch wenige Tage, um sein Duell anzutreten, falls er es denn erreicht. Falls auch Yarlan jetzt das Ganze noch erreicht. Ihr seid natürlich nicht darüber im Klaren, was mit Yarlan passiert ist. Ihr wisst auf alle Fälle von Albuin von Bregelsaum jetzt einiges mehr, denn er gilt wohl als Ketzer. Müsste man natürlich noch Yarlan informieren, wenn man ihn dann trifft, aber das ist jetzt aktuell zu spät. Ja, ihr bekommt eine normale Regeneration. Wenn Kiaras Karma braucht, kriegt er tatsächlich noch einen Karma-Punkt mehr. Den bekommt er dann von Praios und nicht von Rondra, aber normale Praios Regeneration. Vielen, ja. Gut, was mögt ihr tun? Ich würde morgens aufstehen. Oh, Karino, was mir noch eingefallen ist. Aufstehen, Karinor. Ja, mir zuhören. Gut. Wenn dieser Albuin sagt, er jetzt ein Ketzer ist und Yarlan läuft ihm hinterher. Ja. Wird er dann auch zum Ketzer? Theoretisch. Nur so ganz theoretisch. Nur wenn er irgendwas Ketzerisches tut. Also, es ist Yarlan. Ich hoffe zumindest, dass er keine Scheiße bauen wird und merkt, dass der andere ein Ketzer ist und ihn vorher auffällt, aber nun,
Ich glaube, wir sollten ihn mal durch die Mangel nehmen, wenn wir ihn wiedersehen. Na ja, gut, ich habe jetzt nur wegen der schwatten Hand und dem nachgewachsenen Auge und der Dämonenarche und wenn ihr wisst, was ich meine. Der ja. Hat jetzt ja so eine eher durchwachsene Vergangenheit, würde ich sagen. Ja, ich glaube, Jala macht den ganzen Scheiß schon viel zu lange. Ja, ja, mag wohl sein. Ich trete mal Abelmir wach und weck Isarun auf. Ja. Wir werden Jala auf jeden Fall mal ein wenig durch die Mangel nehmen und ausfragen, sobald wir ihn wieder haben. Sehr vernünftig. Ich putze schon mal meinen Schlagring. Abelmir! Abelmir, aufstehen! Ja, ich komme mal. Bereite schon mal das Frühstück vor. Deshalb glaubt doch nicht, dass ich ein Frühstück mache. Ja, ich würde. Isarun ist irgendwo da oben. Frau Spogelsen reist doch nicht hier mit uns armen Kämmerlein. Die hat da so oben so eine richtige Kammer gekriegt. Weißt du noch den Weg dahin? Ja, ich hol sie. Ja, wunderbar. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo das ist. Jo. Abelmir, komm! Ah, komm, ja, wir setzen uns an den Tisch. Ah, wunderbar. Kein Frühstück? Ihr habt ja zwei gesunde Hände, ne? Ach, ich hab recht. Siehst du, ich hab nur 9 Finger. Ja, das sehe ich. Seht ihr? Ja. Dann liegt das wohl an euch, das Frühstück vorzubereiten. Nun gut, hier ein Käse für euch und ein Käse für mich. Aber mir lasst die Scheiße da weg. Und ich würde eine Wurst aus meiner Tasche holen und mich und Mira füttern. Muss der Bär unbedingt am Tisch sitzen? Aber mir, ihr müsst nicht unbedingt am Tisch sitzen, der Bär aber schon. Ihr könnt es euch gerne aussuchen. Ja, Mira, wer ist mein braves Mädchen? Ja, ja, ja. Das ist sehr unappetitlich. Aber, naja. Isarun, werteste, es ist Zeit zum Aufstehen. Ich rüttel sie ganz sanft. Ja, also sie wacht auch eigentlich sofort auf, scheint einen ganz leichten Schlaf gehabt zu haben. Guck dich erstmal verwirrt an. Was? Auf? Ja, wo sind... Auralet, richtig? Genau. Ach, danke, Zeit danke. Aufzuhören. Tatsächlich. Sicher, gib mir wenige Minuten. Ich komme gleich zu euch. Sitzt ihr unten in dieser Essenshalle? Ach, natürlich. Sag Bescheid, wenn du irgendwann deinen Arm brauchst. Ja, danke. Ja, das ist ja rein. Ja, ich mache mich also fertig. Brauche, glaube ich, keine Hilfe mit meinen Haaren, weil ich mich nicht großartig drum kümmere, außer die mal durchzukämmen und geselle mich dann zu den anderen. Ah, was gibt's denn Schönes zum Frühstück? Oh, wenn mir versucht, hier irgendwelchen Leuten Käse anzudrehen, könnt ihr euch das glauben? Käse. Also ein guter Käse ist doch ganz lecker. Eine gute Wurst. Früher war Varuk bekannt für seine Käse. Das war ein richtiger, fieser Stinkekäse. Das hat einen aus den Socken gehauen. Man sagt ja, je schlimmer er stinkt, desto besser schmeckt er, nicht wahr? Ah, guten Morgen, Frau Major. Ich habe den Zettel fertig für Garrett. Ja, wunderbar, Herr Hauptmann. Dann her damit. Ist gesiegelt, könnt ihr dann so verwahren oder könnt ihr noch öffnen? Nein, natürlich nicht. Das ist für eure Ordenskollegen bestimmt. Ihr wisst ja auch, was drin steht. Richtig. Also gut, wenn ich euch noch irgendwie helfen kann, Pferde habe ich leider nicht, die ich euch geben kann oder so, aber von hier aus, brecht ihr nach Norden auf oder wohin wollt ihr? Nach Osten. Osten. Wenn ihr also irgendwelche Berichte habt, was es im Osten gibt, außer der Burg der Rabenmunds, dann nur her damit. In den Hügeln sollen wohl die Waldlöwen von Leoma sitzen, habe ich wohl gehört. Und wenn man noch weiter reist, dann trifft man dort wohl auf die, ich glaube, es sind Dämonenwölfe, die Karmanati von Schnattermoor. Karmanati von Schnattermoor. Ja, so werden, sie genannt. Schnattermoor, naja. Natürlich. Wie gesagt, in Berla soll sowas wie ein Exilant sitzen, Jorgo Malka Markus, so sind die Berichte. Werde ich mir merken, hab Dank. Und wo kann man am besten den Fluss überqueren? Gernat, meint ihr? Genau. Ja. Ich vermute zwischen den Hügeln, also zwischen hier und Lipburg. Gibt es eine Furt oder eine flachere Stelle?
Reist von hier aus in Richtung Osten, und wenn ihr dann auf die Gerner trefft, ein Stück in Richtung Norden. Da beginnt dann auf der linken Seite von euch die Hügel. Aber da gibt es dann sicherlich dann auch so ein paar Steine, die dann euch einen sicheren Tritt ermöglichen. Richtige Furt ist das nicht, aber halt Steine, die da rumliegen. Das wird es auf jeden Fall einmal machen. Vielen Dank. Wahrscheinlich die Trolle da reingesetzt. Trolle. Ja, so groß wie die sind. Nun, es müssten nicht zweifelsohne Trolle sein. Es könnten auch Menschen sein. Wer es auch immer war, es ist nützlich. Vielen Dank. Dann viel Erfolg. Euch auch. Ja, so könnt ihr nach einem kleinen, nicht sehr ausgiebigen und langweiligen Frühstück Auralet wieder verlassen. Iseron spürt immer noch die Blicke und die Messer in ihrem Rücken, die da wohl auf sie warten, wenn sie eine falsche Bewegung macht. Aber auf jeden Fall an deiner Seite kann dich dann auch so ein bisschen beruhigen, beschützen. Und du fühlst dich hier jetzt unabhängig vom Hauptmann Greifax nicht sehr willkommen und hoffst, dass er tatsächlich dann der Entsatz der Bandstrahler nicht nur dafür sorgt, dass die diese Burg wieder zurücknehmen, sondern auch diese Verräter einquartieren hinter Gittern. Ja, nach einer kurzen Reise von ungefähr 3 Meilen könnt ihr dann auf die Gerner treffen, die sich hier durch das Land windet und, wenn ihr der Beschreibung vom Hauptmann Greifax folgt, in Richtung Norden abbiegen, zwischen die Hügel. So, jetzt sollen hier irgendwo Steine sein. Halt mal Ausschau. Ich sehe keine Steine. Ich glaube, wir müssen noch etwas weiter nördlich. Da, wo die Hügel anfangen. Ja, exakt. Aber nicht, dass mir einer von euch ins Wasser fällt. Wir werden natürlich unser Möglichstes tun, das nicht zu tun. Aber wir werden noch früh genug nass. Ja, das ist bestimmt richtig. Weil da sollen jetzt irgendwelche Leomars Löwen hießen sie? Das sind dann Söldner oder was sind das? Nun, ich vermute ja. Ihr erinnert euch an die Lichtung? Ich vermute ein ähnlicher Menschenschlag wie auf der Lichtung. Oh. Gut. Wir sollten vorsichtig sein. Erinnert euch, das ist doch derjenige, der Lutisana befreit hat. Ja, der sagt, er mich umbringen will. Genau, dieser. Er verließ auch dieses Zelt von Antwin, bevor wir reingehen. Er war sehr aufgebracht. Wir hätten fragen sollen, was ihn aufgebracht hat, aber nun ist es zu spät. Wahrscheinlich der Anblick von Raffin. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Hin und wieder. Nichts gegen euch, Raffin. Als wenn er da in heller Begeisterung ausgebrochen wäre, hätte ich es ja verstanden. Ich meine, bin ja ein ganz stattlicher Junge, aber so ein Aufriss. Das ist wohl richtig. Ich glaube, da vorne könnte es nach Steinen aussehen, die über den Fluss gehen. Ja, 3 Meilen seid ihr weiter am Fluss entlang gegangen. 70 Meter breit ist er wohl. Es kostet euch schon einiges an Schwimmkraft, um da dann hindurchzukommen. Aber er ist nicht ganz so stark und reißend wie die Derge, die dann ja doch 100 Meter breit war. Also ein etwas kleinerer Zustrom, aber der graue Mann soll euch hier zumindest nicht auflauern. Ihr könnt dann von links und rechts jeweils des Flussufers erkennen, wie hier große Steine im Wasser liegen, die durchaus rutschig und glitschig sind, aber einen kleinen Pfad durch das Wasser hindurch ermöglichen, sodass man hier keine Brücke braucht, aber mit einem Wagen kommt man hier nicht voran. Man müsste hier schon einiges an Geschick aufbringen. Vielleicht eine Mutprobe für Kinder. Gut, wenn sie halt reinfallen würden, dann wäre man nass und bekäme eine Tracht Prügel. Aber für euch mit euren schweren Sachen, man müsste da sicherlich sehr körperbeherrscht sein oder athletisch, damit man hier nicht hineinfiele. So könnt ihr stehen bleiben und dann diesen Weg, vielleicht von Trollen gelegt vor äonenlanger Zeit, gut ab. Also ich schätze, ich komme da wohl rüber. Wie sieht's bei euch aus? Ich denke, das sollte möglich sein. Das denke ich auch. Werden wir ein wenig nass, aber naja.
Nun ja, zur Sicherheit werde ich trotzdem einen Attributo sprechen. Wenn jemand von euch einen benötigt, aber mir natürlich nicht, er kann selber einen sprechen, sagt ruhig Bescheid. Eine hervorragende Idee. Ich schließe mich euch an, Kollege. Dann wollen wir einmal. Wir können uns auch einfach mit Seilen aneinander binden. 70 Meter? Tatsächlich habe ich auch nicht so viel Seil dabei. Ja, das ist wohl... Vergiss das. Carinor, was macht nochmal so ein Attributo? Ich glaube, der macht dich stärker oder so. Ich würde mir dabei Zeit lassen. Ich auch. Ja gut, schadet aber mir Smokies nicht, wenn er ein bisschen kräftiger wird. Der hat das gemacht, der war echt geil. Attributo Gewandtheit oder was wollt ihr? Genau, Gewandtheit für mich. Attributo Gewandtheit. Gewandtheit, Grazie, Geschicklichkeit. Nee, Anmut, Grazie und Sicherheit. Ja, das kann Arne wirklich gebrauchen. Also grazil ist er wirklich nicht. Mehr wie so ein Elefant. Seid ihr jetzt fertig mit eurem Magier-Dings da, oder? Ja, durchaus. Ja, dann geht mal vor. Seid ihr jetzt besonders kräftig? Carino meint, ihr seid jetzt besonders stark. Besonders geschickt. Aha. Gut. Dann lasst mich einmal den Weg suchen. Isarun stellt sich dann einmal vor die Steine und versucht sich den Weg so klar zu machen, den sie jetzt über die Steine nehmen möchte. Wollten wir uns jetzt Seile um die Bäuche binden? Nun, es wäre zumindest angebracht, wenn wir hintereinander gehen und Seile umeinander gebunden haben, dass wenn einer fällt, die anderen ihn auffangen können. Ja, ihr habt recht. Nun, dann sollten wir das jetzt tun. Das ist gar nicht unvernünftig. Sehr gute Idee, Herr Carino. Sehr gute Idee. Gut, ja, nachdem das gemacht wurde, würde ich dann versuchen, rüber zu springen. Möchtest du eine Körperbeherrschungsprobe? Ich möchte eine Athletik plus 4 oder abgeleitet auf Körperbeherrschung haben. Abgeleitet wäre das plus 5 oder plus 10? Plus 10. Und dann nochmal die Erschwernis oder nicht? Also dann wäre es insgesamt eine plus 14, wenn du auf Körperbeherrschung abreitest. Ja, ich bin dagegen. Dann Athletik. Also ich packe vorher noch ein paar von meinen Rüstungsteilen in meinen Rucksack. Weil sonst... gelungen. Fliege ich auf die Fresse. Ja, ihr könnt sehen, wie Isarun sich über die Arme und Beine streicht, sich nochmal so ein bisschen lockert, mit den Augen so ein bisschen nach den richtigen Trittstellen sucht und dann den Rucksack stramm zieht und dann nach und nach über die Steine springt, ab und zu mal kurz wegrutscht, dann allerdings auch wieder die Gewandtheit dazu findet, auszupendeln, nutzt dann den Schwung und stößt sich von Stein zu Stein zu Stein ab, um dann nach kurzer Zeit die 70 Meter über die gerne trockenen Fußes zu erreichen. Das ist wie gesagt schon kompliziert, darüber zu springen, aber auch Abelmir schafft es dann, nachdem er selbst Anlauf genommen hat, sich hinüber zu katapultieren. Ganz einfach, kommt einfach nach. Ja, es ist tatsächlich gar nicht so schwer. Kiaras wird das ebenso gelingen und... auch wenn Rafim dann seinem Herrn hinterherguckt, kannst du dann ebenso über die glitschigen Steine hinüber. Herzlich willkommen in der Partien. Das war jetzt entspannter, als ich dachte. In der Tat. Hinter euch, auf der anderen Seite, ragen Hügel auf, vor euch ragen Hügel auf. Und ihr könnt wohl noch einige der Wälder ausmachen, die dann im Osten beginnen. Ihr könnt einige rauchende... schwarzer Ruß, der sich da wohl nach oben hebt, irgendwo im Südosten von euch. Da brennt wohl irgendwas, zumindest seht ihr dann einen dichten Rauch, der als mahnende Säule in den Himmel ragt. Und da wohl irgendwo, ist das Limburg? In Karten hattet ihr zumindest gesehen, dass es hier wohl eine Ortschaft aus Binsböckel gibt. Was ist jetzt mit eurem Duell, Abelmir? Wir sind jetzt ja gerade in der Nähe. Wollen wir wirklich zum Duell gehen oder nicht doch eher eine wichtige Aufgabe verfolgen, Piro Ohaya zu finden? Ist ja eure Ehre. Das überlasse ich natürlich euch. Meine Ehre ist davon unbetrachtet jetzt einmal. Wir müssen unsere Aufgabe erfüllen, in erster Linie. Wir sollten vielleicht noch einmal das Pendel konsultieren, wo wir jetzt auf der anderen Seite des Flusses sind. Hervorragend. Das ist eine gute Idee.
Wenn du es jetzt auf die andere Seite zeigst, bin ich sehr unzufrieden. Nein, Isarum nimmt das Pendel heraus und es zeigt weiterhin nach Osten. Na, Gott sei Dank. Ja, wollen wir jetzt eigentlich uns hier einfach quer durchschlagen oder wollen wir... Ja, die Straße ist vermutlich bescheuert, da wird ja noch mehr los sein, oder nicht? Richtig, auf der Straße sollten wir auf gar keinen Fall unterwegs sein. Wir sind nur eine kleine Truppe, wir sollten uns so unauffällig wie möglich hier halten. Vielleicht sollten wir uns direkt nach Osten schlagen, bis wir auf eine Straße, ein Dorf treffen. Hier waren doch diese ganzen kleinen Weiler, auf die wir gestoßen sind, als wir damals hier waren. Ja, hier sind ganz viele Weiler. Die meisten werden vermutlich jetzt relativ verlassen sein. Nun, es gehört ja natürlich auch zu unseren Ortschaften vermeiden. Ja, wobei es auch zu unseren Aufgaben gehört, uns einen Blick über die Lage zu verschaffen. Ob diese Ortschaften jetzt bewohnt werden und wenn ja, von wem? Ob sie aufgegeben wurden, ob Gefahren lauern, all das sind wichtige Informationen zur Rückeroberung unseres Landes. Vielleicht das stimmt natürlich doch. Ich würde tatsächlich argumentieren, dass es am schlausten wäre, die ersten paar Ortschaften zu ignorieren. Denn wenn es irgendwo nun einen Verteidigungsring gibt, dann hier in der Nähe von Werheim. Vielleicht finden wir ein paar Köhlerhütten. Oder Kuhhirten, Schafhirten, was auch immer. Diese können wir befragen über die Zustände in der näheren Umgebung. Gut, wir werden sehen, was da alles kommt an Weilern oder Hirten oder was auch immer. Wollt ihr auf die Rauchsäule hinzugehen oder wollt ihr sie ignorieren? Also, wie gesagt, hinter den Hügeln auf. Ich würde mir schon gern ansehen, zumindest was da brennt. Und wenn das jetzt nicht komplett in eine andere Richtung zeigt als das Pendel, würde ich schon gern hingehen. Nee, also liegt hinter den Hügeln, ihr müsst da nicht dran vorbeigehen. Das Pendel würde grob dran vorbei zeigen, aber könnte ja auch sein können, dass ihr zwischen den Hügeln als Tarnung das Ganze dann auch ignorieren wollt. Man könnte ja von einem Hügel mit Kiaras Fernrohr die Szene einmal betrachten aus der Ferne. Gute Idee. Ja, so steigt ihr über die grasigen Hügel, könnt dann auf die Rauchsäule hinzugehen und nach einiger Zeit könnt ihr erkennen, wie dort wohl ist das eine Köhlerhütte? Nee. Es gibt zwar wenige Bäume hier, aber das ist ein kleiner Weiler, so wie Isarun ihn beschrieb. Ja, nicht ein wirkliches Bauernhaus, aber das gehörte vielleicht zu einem Schäfer ist es nicht wirklich, weil es hier tapatische Rinder gibt, aber zumindest gibt es hier einen kleinen Stall, wo man dann Rinder unterbringen könnte. Ihr seht wohl aus der Entfernung, ja, es holt sein Fernrohr hervor, dass hier abgeschlachtete Dapat-Rinder liegen und verwesen. Einige wohl auch mit aufgeplatzten Bäuchen, andere sind wohl immer noch von Faulgasen umgeben und die stinken also in der Entfernung vor sich hin und her. Und ein Teil des Gebäudes brennt wohl, vielleicht ein Strohfeuer oder sowas. Was seht ihr? Kiaras, seid ihr noch bei uns? Ja, natürlich. Ich war gerade ein wenig abgelenkt von dem, was ich sehe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was das alles sein soll. Sieht so aus, als würde es brennen von hier. Ja, in der Tat. Doch, ob es ein feindliches oder nicht, bin ich mir nicht sicher. Müssen wir einschreiten oder nicht? Nun, ich denke nicht.